Für was? Für das Das Buch. Buch. Ja. Nee, Werner, hast du nicht das Buch damals auch bei dem Event bekommen? Das Das müsstest du ist. doch haben. Das ist aber ein Welches? anderes, oder? Nein. Ein anderes Doch. Artikel. Doch, das Buch, was du von dem Event kriegst, Das ist ein ist zum anderes. Kämpfen. Das ist das Kampfbuch. Das ist Ja, das da. Pad für Weiterkämpfe, wenn du absteigst, genau. Das nicht runterfallen Fliegst du denn kann. auch, da fliegst du ja nicht automatisch runter, wenn du im Kampf bist, oder? Doch, bei Oh. jedem Mount ganz normal. Außer du hast Gut. das für 8000 Argents gekauft. Genau, das Trainingshandbuch für Kampffreitiere ist das, oder? Ja. Der nämlich ermöglicht dir, bei Kampfeintritt beritten zu bleiben und schaltet die Fähigkeit Durchbruch frei, das ist der Charge. Charge! Kati, MK? Release, Shut up, Release. Car. Ember? Also. Du musst annehmen. Wer ist der Zehnte? Ist der so abgehackt oder? Wer ist der Zehnte, der mitkommt? Gib's nicht. Ich habe mal geguckt, ich habe aber Ich nur noch bin 120 Kerben. Macht das überhaupt Sinn, dass ich mitkomme, weil ich dann ja sehr wahrscheinlich keinen Gott jetzt ziehen kann? Och, die Gar. Komm mit, dann siehst du es doch, Mensch. Leute, Na bin ich gut. abgehackt bei euch? Nee, jetzt gerade nicht. Außer natürlich, du wolltest mehr sagen, außer bin ich abgehackt. Akzeptieren. Alle annehmen, bitte. Ist hier, wie heißt der Kati nicht AFK noch? Ja. Wir können sie doch noch nachladen, kein Problem. Aber die da sind zu, zumindest. Och, Kater Dann joinen wir Tierchen. da jetzt rein und ich gehe mir dann nochmal einen rumdrehen. Ja. Keine Details. Jetzt aber, immer, oder? Hier. Ich hab angenommen. Sind es nur noch 7 von 8? Jetzt geht's. Okay, dann bin ich 2 Minuten. Bis gleich dann. Na, gib mir dein Glas. Das heißt, wir warten jetzt noch kurz. Jupp. Das Bin heißt, kann wieder ich noch da. kurz eine Zigarette. BB. BB. Also, ich schaff's trotzdem noch zu rauchen. Thoras, Ember, können wir mal ganz kurz Plauderecke 2? Ich muss mit euch mal meinen Char kurz quatschen. Warte, nimm erstmal an, du bist aus der Gruppe gerade. Bin ich aus der Gruppe? Doch. Doch. Dann bin ich nicht. Gut, bist du nicht. Wie? So. Welche Channel meinst du jetzt? Also, dein Tiefer, ich muss euch was fragen wegen dem Dings hier, weil ich mach den Können wir dann Kurum uns sie hier mit. bewegen? Weiß ich doch nicht. Ja, bestimmt. Doch, klar. Ja. Okay. Haltet ihr habt Freunde Rechte. Gut. User left your channel. Kostet es denn Hier in hier? der Zeit eine Ach! rauf. Ja, das ist eine Zehner, das ist teuer. Geh rauchen jetzt. Bin draußen rauchen. Ah, immer die mit dem Wireless-Headset. Das ist voll geil. Geht. 280, da geht man ja in Pleite. Geht so. Mein Gildenchef hat es immer sehr gerne mitgenommen in die Küche. Beim Abwasch, beim Kochen. Weißt du, was das Problem ist? Uras. Der ist AFK. Oh, Alter. User left your channel. Sobald ich meine, ich kann nach draußen gehen, das ist alles kein Problem. Gehe ich aber weiter als mein Flur Richtung Badezimmer, Wohnzimmer, Küche, ist mein Netz weg. Ja, wahrscheinlich wegen Wände. Genau, aber wenn ich draußen stehe, was noch weiter weg ist, habe ich Netz. Das ist Weil du genauso nämlich viel gar Wände keine vor wie Außenwände normal. hast. Doch, habe ich. Sehr dicke sogar, 32er Mauerwerk. Oh. Hey. Mit Strohputz, so. Ja, die ist auch schon da drin, ne? Lehmputz. Ist mir viel zu bio, ey. Also Fachwerkhaus, was willst du machen? Nicht in einem Wohnen. Wieso nicht? Fachwerk. Ja und? Ist ein Ausschlusskriterium für ein Haus. Für mich. Halt, warum das denn? Ein Fachwerk. Das sieht voll geil aus. Ja, natürlich. Wenn du es sauer gepflegt hast. Ja. Da fängt das Problem an. Ja, nicht nur da, auch bei allem anderen. Umbaumaßnahmen, Renovierungen, Modernisierungen. Das mit Fachwerk alles viel zu boah. Wie? Bebe. Wer ist jetzt wiedergekommen? Kuras. Und Kuras sollte, glaube ich, auch runtergehen, oder? Ja, die braucht nicht mehr unten. In dem anderen Channel. Also Die sollten. ein Channel tiefer gehen. Die.
User left your channel. Channel switched. Ja. Gut, dann gehen wir bitte zu den anderen. Oder alle, die flaggt sind, hier runter. Eins von beiden. Dann sag mal bitte kurz oben, dass die Flaggläufer alle in die Channel switched. Was? Ich starte mein TS mal neu. Mein Ping geht gleich. Bis gleich. User was moved to your user channel. Joined your user channel. Disconnected from your channel. Danke, wer auch immer das war. Ja, wer wohl? Dankeschön jetzt. Ja, so bin ich. User joined your channel. Uhu, ich habe einen Freund. Aber wie viele von euch laufen das zum ersten Mal? User joined your channel. Ich. Okay, ich sag sehr viel aus. Moment, test, wer test, ist ich? Test. Ja, du bist da. Amika, Amade, Spicy. Nur nicht okay. David, der schubst immer Kühe. Amade, Spicy und? Dorfkind. Persephone K und Proxy. Okay. Werner muss noch runterkommen, ne? Ja. Ich zieh den mal runter. Kannst du nicht, das ist ein Channel Admin. Das ist sein TS. Du kannst ihn nicht ziehen. Ah, verdammt! Dann stüpsel ihn an. Gleich ziehen wir, wenn alle gleich zusammen, ja? Damit wir denselben Zeitablauf haben. Wollte von euch keiner weiter Flak machen? Wie alle. Und nächste Frage. Ihr wisst, was man hier kriegt, ne? Nee. Nicht. Also hier kann man das höchste Equip kriegen, bis 90%. Und das, was hier am meisten spielt, als DD-Supporter, egal was, das würde ich jetzt spielen. User joined your channel. Damit auch für diesen Char auch diesen Equip auch droppt. Wir jetzt einige Bosse hinter uns haben, dann immer mal kurz gucken in die Tasche. Wenn ihr natürlich für den Char das gedroppt bekommen habt, dann könnt ihr natürlich einfach von anderen wechseln, wo ihr dann auch gerne spielt. Es ist immer ein Lottospiel, das heißt nicht, dass ihr sofort jetzt eine super Waffe kriegt, aber es macht Spaß, mal gesehen zu haben, weil das ist was ganz anderes hier. Wuppi. So, wir kommen im Labyrinth. Sind alle im Channel von, die jetzt hier anwesend sind in dem Raid? Ja. Da fehlt einer, glaube ich, ne? Wir sind neun im Channel, also neun im Channel, neun in der Gruppe. Okay. Sehr schön. Dann Gott ziehen in 3, 2, 1, Gott. Super, das ist ein Timing. Ja, ich nicht. Schlafmütze. Okay, Kuras, nimmst du die Führung bitte? Hi. Ich aktiviere den Tracker, dann geht es gleich los und wir gehen in die Richtung. Ist das so Akonita-mäßig? Du musst Strahlern ausweichen und allen Mist? Ja, nein. Ja, nein. Ja, Entschuldigung. Das ist ganz normal hier, das ist alles. Mit Autos und allen drum dran. Ja, die machen es. Ich hab's befürchtet. Ganz wichtig ist, die Geräte, die hier rumstehen, die aktivieren nur 5 Stück. Mehr nicht. Dann braucht keiner dran zu gehen. Genau, dann machst du das und wir lassen das alle. So. Warte, ich muss auf der Map gucken. Es wird auch nichts aufgehoben, was hier sich toll anfühlt. Stopp, wir gehen hier zum Nekro. Alle zurück. Wir müssen den Weg gehen. Ich war jetzt ein bisschen. Alles gut. Voreilig. Darf ich mal kurz unterbrechen? Ja. Warum nur 5 aktivieren? Das ist wegen den Sondereinheiten. Damit wir die alle Sondereinheiten kriegen. Wenn du die Sondereinheiten alle kriegen willst, damit machst du den maximalen Loot. Übrigens, jetzt hier kommt eine Sondereinheit. Da könnt ihr jetzt gleich drauf bursten, wie es euch beliebt. Und go. Weil ich kenne das so, dass man wirklich alle aktiviert, die man sieht. Ja, es ist ganz einfach so. Wir machen das prophylaktisch.
Wir aktivieren 5 von den Teilen. Und wenn wir alle Sondereinheiten erledigt haben, wir sind dann nur lang gegangen für die Sondereinheiten. Wir wollen hier weiter. Dann haben wir mit 5 Geräten alles aktiviert. Ja, sehr schön. Das quasi, dass wir abgeben können. Okay. Weil wenn du alle Bosse erledigt hast. Ups, fällt schwer der Richtung. Ich verlaufe mich. Ja, das ist echt ein Irrgarten hier. Ja, er ist geschlossen. Geschlossen, ja. Wo sind wir denn jetzt gerade? Hier blinkt aber was. Ich drücke nicht, sag ja, und verwende den Zugangscode, steht da. Nein, ich mach ja nichts. Nein, ich drücke nicht. Anfasse, auch wenn das noch so gut aussieht. Nein, du willst auch keinen Zugangscode. Büffelzappel. Beim nächsten gehen wir hinterher. Genau. Und ab die Post. Egal, euch passiert nichts. Wir sind Gott. Das ist. Ach so. Ich bin nicht so wie bei Akutitte. Ich wie bei Akutitte. Nichtgötter werden hier gebraten, alle anderen. So, Nummer 2. Alle es da? Ist ganz. Nein. Moment, warte bitte, da sind noch welche. Das mit den Sondereinheiten ist ganz einfach so. Die haben alle Bosse getötet. Da ist einer gestorben. Werner, liegen bleiben. Aha. Außerdem, Gott macht ja nur ein bisschen Nerv. Du solltest da nicht stehen bleiben. David, pass auf. Der Kopf, so viel Schaden macht's dann doch nicht. Kommt mal bitte aus diesem Aura. Wer raus, genau. Sonst weite euch nicht. Ist jetzt eine doofe Situation. Ja, warte mal, ich probier's. Aber. Du bist doch genau, du bist Leitbein da. Wird wahrscheinlich eng. Wo ist er denn? Ja, aber sobald er aufsteht, kommt doch. Okay. Oh. Kommt doch. Ja, das schaffe ich nicht. Die Drohne kommt doch. Der wird sofort wieder eingehen. Ja, warte, mach ich kurz. Kann er denn auch aufstehen? Rechts oben tickert die Zeit. Seht ihr das? Ja, oh ja. 35. So, wenn der durchläuft, dann haben wir natürlich Werner? Nicht recht. Ja. Steh auf. Keine Zeit verlieren, aufstehen und dann losrennen. Hier, der Weg ist frei. Der müsste noch frei sein. Geh nochmal nach vorne, versuch Werner zu schützen. So, wegen den Sondereinheiten, das Werner? Ist so, nach unten. Wir, ganz am Anfang. Wenn wir alle Bosse getötet haben, tauchen auf dem Map alle Sondereinheiten auf. Wenn wir die Sondereinheiten zweite getötet haben und alle Geräte aktiviert haben, können wir die dritte, wird uns dann nicht mehr auf der Map angezeigt. Warte, wo gehst du hin? Genau, zurück. Jetzt die nächste links. Und dann immer geradeaus. Ja? Immer weiter hoch. Und die nächste auch. Und jetzt wieder links. Und schon bist du bei uns. So, super. Dann kommst du jetzt mal, Werner, komm mal vor mich. Oh, wartet noch mal zurück. Sind aber echt fix, die Dinger. Ja, wir rechts lang. Gib dir Schutz. Und jetzt durch. Durch, Schutz ist noch. Laufen. Laufen! Schnell! Jo! Yay! Alles gut! Upi. Okay. So, kurz hier stehen bleiben. So, wo hast du? Wir machen den Trash hier und dann müssen wir eine Viererkette bilden aus 4 Leuten zwischen dem Vieh, also dem Boss, und dem Terminal. Das Terminal lassen wir explodieren, dann springt ein Impuls zu dem Boss und der Boss verliert dann sein Schild und dann bursten wir ihn runter. Vorher machen wir keinen großartigen Schaden. Also, Trash killen, go. Das macht ja nichts, wir sind ja schon zu dritt, wir kennen die Kette, da kann sich dann nur einer mit reinstellen. Ja, ich kenn's auch. Naja, also. Nice. Ja, gut. Ich sehe nichts mehr. Einfach nur Auto. Hier hinten ist einer. Ich
hier ans Terminal, 3 Meter. das sind zu viele, das sind zu viele. Ich geh raus. Ich bin auf 9. Ja, okay, gut, dann... In den Kreis, aus dem Kreis. Ist in die falsche Richtung gesprungen. Nein, hier war der Abstand zu groß. Ja, Okay, nächste. Weitermachen, einfach weitermachen. Könnt ihr mal Alt 1 drücken, die stark beschädigt sind, die Nicht-Götter? Wird doch mal rot. Hinten ist einer. Jawohl. So, alle, die nicht in die Kette reingehören, auf die andere Abstand Seite halten. Alle rübergehen. So. 9. Ja, das sieht gut aus. Ich mach mal kaputt. Ring. Jawohl. Sauber. Buffs. Ist raus. Sieht gut aus, hey, super. Geht ja runter wie Butter. Also wir müssen noch einmal, glaube ich. Ja, einmal machen wir. Ja, es sieht aber gut aus. So. Wir können es auch so jetzt runter löschen, weil wir so viel Götter haben. Dann gebe ich euch nochmal Buffs. Warte, hier ist einer. Warte. Okay. Machen wir nochmal. Pass auf die Minen auf. Da fehlt einer in der Kette. Einer fehlt in der Kette. Okay. Ja, das ist einer zu viel. Wenn ich den Rand 3 Meter. Und go. Ja, Zerstörung läuft. Du bist zu nah. Nicht übergesprungen. Scheiße. Egal, weiter bürsten. Den kriegen wir so runter. Jawohl. Super, geht doch. Dann kriegen wir das Item und laufen dann in die Richtung, aus der wir nicht gekommen sind, weiter. Okay. Ist das die falsche? Oder? Das ist die Richtung, aus der wir nicht gekommen sind. Einfach mal folgen. Da lang. Wir müssen die Türen abklopfen. Wir müssen einfach gucken, ob wir da durchkommen oder nicht, weil... Ja. Ja, ist grün. Sehr schön. Und hinterher. Der dreht eine 8, also genau. Hochala. Jetzt steht er, einfach durch. Einfach weiter. So, Nummer 3. Wir gehen jetzt hier erstmal durch und dann... Jawohl, alles gut. Super. Wir sind alle da. Ja, nur ich nicht. Ich hänge. Na. Ja. Richtig? Ja. Kati. Ja, kein Kommentar. Ich leide mit dir, ich werde hier auch ständig gemobbt. Okay. So, wir gehen jetzt hier Geländer hängen. Links runter. Ja. David, schubst sie doch mal. Links und rechts. Mike. Rechts, rechts. So, da ist ein Gerät. Ja, ich will jetzt der Gerät. Ach, du willst Leute, der hier Gerät. Hin, hier auf die Seite. Hier sind die Viecher. So. Gerät Nummer 4. Weiter. Wunderbar. Und durch die Tür. Da ist offen. Nächster Boss. Jo. Wer ist das? Wir warten, bis die blöde Python da ihren grünen Schleier nach vorne macht. Bis dahin machen wir nur Auto-Hit, okay? Okay. Und wir machen den Burst erst, wenn ihr sie den grünen Schleier nach vorne macht. Ach ja, und tanken würde ich eher kitend machen. Nur Auto-Hit, ne? Nicht mehr. Ja, komm schon, Leuchte. Jetzt. Alle, die hier nahe rankommen. Thank you.
hat nämlich einen 10-Sekunden-Timer bei ihrem Abtauchen. Okay, Vorsicht. Ausgetimed. So. Oh, so, jetzt müssen wir wieder zurück, weil da ist zu. Dann muss ich erstmal die Map gucken. Oder Trash klappen. Das ist jedes Mal anders. Das ist nicht so, dass es immer so ist, ne? Also zur Info. Ja, ja. Okay. Inwiefern unterscheidet sich das dann jedes Mal? Türen. Die Bosse sind an unterschiedlichen Stellen. Die Bosse sind anders, ja. Eigentlich sind es immer die gleichen Bosse, die gleichen Sondereinheiten. Ja, in verschiedenen und Räumen halt. Das ist wie ein wechselndes Labyrinth. Immer wieder die Wege sind anders. Das verrückte Labyrinth. Ja. Das verrückte Labyrinth, genau. Ja, definitiv. Wo will ich eigentlich hin? Weiß ich nicht, wenn du das nicht weißt. Das ist immer gut. Also da kommen wir nicht weiter und da kommen wir nicht Wen weiter. Wen haben wir denn jetzt hier jetzt nicht, Götter? K. In anderthalb Minuten mich auch. Das ist der längere Weg, aber da kommen wir da auch zum Boss, ne? Und da kommen wir ja. Ich mach mal einen kompletten Gruppen-Dingsbums. Gruppenschild mach ich mal. Weil ich kann ja nicht zwei Schilden gleichzeitig. So. Also kommen die Louis da aber nicht raus und rein, oder? Durch. Doch, wir. Ja, die hängt da irgendwie fest, die Drohne. Geh durch! Bleibt mir stehen, bitte. Die Nicht-Götter, die können nicht mit. Der Nicht-Gott da vorne, bitte weiterlaufen. Ja. Zipzap. Werner, weiterlaufen, bitte. Alle durch? Okay. Ja. Sieht so aus? Sehr gut aus. Schön. Jetzt müssen wir erstmal zurück hier. Das kennen wir doch, dieses Vor, zurück, links, rechts. Ja, dass da eine Sackgasse ist, ne? Rückwärtsgang, ich hab den falschen Weg genommen. Rückwärtsgang. Hey, ich will mal was ausprobieren. Ja, guck mal, ich hab Akro. Fokus. Ja. Yeah. Der Scheiß lässt sich aber. Ja, wartet, bis ich meinen. Also die Nicht-Götter warten, bitte. Kuras. Ja, okay, jetzt habe ich auch keinen Gott mehr. Kuras? Ja. Seid ihr wieder zurückgegangen? Boah, wieso ist der Gott hier so kurz? Wir sind aber schon eine Viertelstunde drin. Sind wir schon. Oh. Also jetzt da durch. Ja. Tja. Auf der linken Seite und dann. Links. Oh, das wird aber eng. Warte hinterher. Ah. Ja, gut. Ja. Die Erfahrung müssen wir halt sammeln. Kann ich wiederbeleben? Steh mal auf. Och. Ja, am Anfang, ne? So, mal schauen, wo ich bin. Mal weiter. Du müsstest hinten bei der Schlange wiederbelebt werden. Ja. David, komm zurück, David? Ja. Ja, Ed. Ach, ich hätte aber auch gerade. Na. Hm? Ich bring einen Mob mit. Wenn ich nicht vorher sterbe. Nee.
Ja, guck mal, jetzt bewegt sich die Olle wieder, die Drohne. Gut, dann. Dann machen wir das mit den Drohnen gleich, mit dem Tanken und so. Essen einer auf Tank gehen, oder? Ein, zwei auf Tank, ja. Und dann die Drohnen. Guck doch mal, hier steht ein Ritter. Wir müssen auf den Kryo warten, da. Jetzt ihr habt eure zusammen. Götter noch nicht ausgebaut, oder wie soll ich das verstehen? Ja, richtig. Ja, wenn. Okay. Du hast doch die 15 Minuten gehört. Ja, hier? Alles gut. Links? Fuck, ey, reicht nicht. Laufen. Dashen, was auch immer, was ihr noch habt. Na dann. Also Kryo ist für sowas immer noch am besten, weil die Hexe, wenn ihr habt. Ja. Lieber. Einziger Nachteil, diese Drohnen, ne? Ätzend. Ich könnte nochmal einen Gruppenbuff machen. Also, Gruppenschild. Hebt ihr den auf. Wir gehen hier. Wir gleich. BGG. Go. Einfach erstmal, ne, über die Treppe, erstmal auf die Seite bitte. Kommen alle drei. Rechts. Ja, dann zieht durch. Und rennen. Low Forest. Okay. Na, ein bisschen Taktik geht das doch. Super. Jo. Nächster Gang rechts. Ja, in Gottform hat der Tank auch irre viel Dash, also. Au. Ja. Von da ganz hinten hat den da dahin geschubst. Ist das hier wieder Sondereinheit? Sieht nicht so aus. Nee, Wartung. Wir können versuchen, da hinten hinzukommen, weil da ist was, wo wir hinkommen. Da ist offen. Ja. Perfekt. Dann können wir da rumgehen. Einmal ums Eck. Also bei dem ganzen Theater habe ich die Geräte vergessen zu zählen. Ich weiß nicht, wo ich war. Ja, ich habe nicht mitgezählt. Ja, dann lassen wir die Geräte erstmal weg. Ja, hier ist aber ein Gerät. Nee, wir lassen die Geräte weg. Ich bin mir nicht. Meine, wir waren bei 4. Dann lassen wir das. Wir wollen zu dem nächsten Boss. Der müsste hinter der Tür stehen, da, die hinter mir ist. Herr Rumpel. Ha! 500k! Sorry. Das ist so, das nicht das Ding hier mit den zwei. An die Nichtgötter nicht aufstehen. Mhm. Auf keinen Fall aufstehen. Okay. Erstmal rein. Kleinen Trash wegmachen. Ja, sind noch nicht alle da. Mach ich eigentlich? Weiß ich nicht. Kleinen Trash wegmachen. Trash Talk. So, da ist der Boss, jetzt greift er. Fatih, ne? Der taucht ein paar Mal runter. Oh, der springt jetzt. Und sobald er 3-4 Mal gesprungen ist. Ultis drauf. Okay, go. Schon ein bisschen nervig mit dem Gipfel. Ja, Schockmeister halt, gell? Ja, der kommt von hinten. Du kommst ja von der Seite immer.
Droppt. Wird hier nur eine Waffe gedroppt oder. Nur ja, Waffen. Nur Waffen und Artefakte. Waffen und Artefakte. Genau, und Artefakte. So, wir gehen jetzt wieder in die Richtung, woher wir gekommen sind. Also, das heißt aber, sobald man seine Waffe hat, kann man wechseln. Ja, ja. Richtig. Dann mache ich das mal gerade. Hast du? Wow, GZ. Danke. Auch noch die man braucht. Wow. Ah, hier ist Techniker. Also dann gehe ich mal davon aus, die mit Endurance ist die richtige, ja. Nicht Damage und nicht Block. Ja, für den. Dann jetzt für den gleich unten links, ne? Mhm. Wann kriegt man denn was? Also ich habe noch gar keinen einzigen Drop dann gekriegt. Random. Das ist super. Also random. Ist random, okay. Ja. Das ist also wie E1, E2, da könnt ihr euch quasi, ja. Mal hat mal Glück und mal gewinnt die anderen, oder wie war es? Nee, mal das gewinnt man. Ich. Nee, mal verliert man und mal gewinnt die anderen. Mal hat mal Glück, mal hat mal Pech und mal hat mal Gandhi. Richtig. so, zeittechnisch, wir... check das mal, aber schaffen wir noch, ne? Oh man, das ist ein echt langer Weg. Scheiße. Ja. Go, go. Ja, nicht stehen bleiben, einfach weitergehen, genau. Wenn ihr könnt, mal wieder aufmounten dann auch, ne? Auf Mounts, wo ihr drauf bleibt. Ja, wenn wir kämpfen, dann gehen die da wieder runter. Naja, ich könnte aufmounten und draufbleiben, wenn wir mal aus dem Kampf draußen wären. Ja, wir sind aus dem Kampf. Dann jetzt. Nö, ich bin permanent im Kampf. Ah, jetzt geht's. Ja, weil manche fallen in der Aura, manche standen. Dann braucht ihr auch nicht kämpfen, bleibt da einfach drauf auf dem Mount. Naja, die Aura holt einen trotzdem runter. Ja, die Aura ist, leider so. Außer man dasht drüber. Also ich würde auch jedem empfehlen, entweder Kuh oder Hexe und dann, wenn man jetzt ohne Gott unterwegs ist, das ist echt die beste Alternative. Aber gut, es ist natürlich dann auch blöd, wenn du dann keine Waffe auf die brauchst. Den Boss kann man ja wieder wechseln. Ja, stimmt. Diese Autos. Auto. Nein. Aus. Nein. Aus. Ich höre dir nicht zu. Doch, du hörst das. Ich denke an Kühe, die geschubst werden. Geil. Kühe schubsende Autos. Pass auf, Foxy. Irgendwann willst du mal wieder was von mir, dann merke ich mir das. Ich will immer was von dir. Ich weiß. Eine Sondereinheit? Hey, ich bin noch nicht da. Du sollst doch nicht in fremde Autos einsteigen. Ich habe schon wieder einen Kurass gekriegt. Ach, nee. Was soll ich mit so viele Kurasse machen? Den Code aufgehoben, sehr gut. Jetzt hier richtig. Warte, konnten wir da jetzt lang ist oder nicht? Ist doch ein Gerät, müssen wir das noch beachten? Nein. Nee, keine Ahnung. Da ist zu. Gehen wir hier hoch. Und dann links. Mann, ist das ein Durcheinander hier. Deswegen auch das verrückte Labyrinth. Definitiv. Ja, gleich komplett außen rum rennen. Ja, du musst leider auch alles machen, ne? Damit er dann auch zu den Bussen so weiter ankommt. So, das ist down, wir gehen, ja genau, wir gehen Kati hinterher. Entschuldigung. Nix, Entschuldigung. Ist gut, dass du vorgehst. Ha! Bitte sei grün! Ja! Läuft. BIA-Schweinebacke würde ich da sagen. Ab durchs Loch! Was für ein Loch? Dieses hier!
Das war gut. So, das ist gleich. Das ist auf dem Fernkampf bleiben. Definitiv auf dem Fernkampf bleiben. Wenn sie den Shield verliert, dann bursten wir. Die heilbar bist, wenn nachher sieht, bitte alle aufsammeln, soweit es geht. Die bitte was aufsammeln? Heilbubbles. Alkohol. Ah. Die haut euch Heilbubbles raus, die müsst ihr aufsammeln. Und dann heilt ihr sich wieder auf. Was? Wenn sie es kriegt. So. Die darf das nicht kriegen, die Heilbubbles. Und macht Fernschaden. Genau, nicht nah. Immer von der Ferne. Was hat ihr ein Schild? Weg. Alles da liegen jetzt die Heilbubbles nach diesem Hinderschen und holen. Ja, schon dabei. Jawohl, wunderbar, passt. Die Heilbubbles sind noch nicht so wichtig. Ja, die sammelt, wenn die sammelt, dann hält die sich auch wieder, kennst du doch. Ja. Und jetzt kommen die Heilbubbles. Jawohl, alles wichtig. Ja, ich sammle wieder automatisch. Das ist immer so ein schöner Vorteil. Okay, gleich bekommt sie ein Schild. Da? Da ist er. Nein. Ja, zu spät. Wie immer. Perfekt ist er. Ja, super. Der Mitte aktivieren. Oh, ich sehe nichts. Ja, muss ich dann machen, Mensch. So. Wunderbar. Jetzt wieder zurück, ne? Ah. Was? So. Wo war der jetzt? Gerade aus, dann rechts. Ja. Ja, ist auf. Drei Hammer. Ist es der Hammer? Jetzt? Iprita. Ach, Iprita war das mit den Bubbles, mit den Kugeln, ne? Ja. Ja. Ist noch rot. Wir müssen oben lang gehen, Ember. Genau das wollte ich mich gerade. Oh. Den nächsten Gang oder was? Scheiße, das ist auch zu. Weg ist der Gott. Guckt auf die Uhrzeit auch, ne? 10 Minuten. Kommt alle hier zu dem äußersten Ring hier und. Ach, ich häng fest. So, mal schön die Mikro folgen. Ich hätte der Nekro Ivy. Da ist der Nekro. Oh je, jetzt wird der Nekro zum Ivy. Nicht vor den Bubbles weglaufen, bei den Bubbles bleiben. So. Einer hat sich entschärft. Ah, das ist der 10T. Okay. Aufmachen, wenn ihr könnt, wenn ihr nicht könnt. Geht weiter. Oh, jetzt nicht 5 Leute auf einen Mob hier draufhauen. Sehr gut. Weiter.
weiter. Wir wollen hier runter. Ganz runter. Wartungseinheit. Erst. This Crespian will probably try to stop. So, der droppt jetzt irgendwann Kugeln. Dann müssen zwei die Kugeln aufheben und dann zum Boss laufen. Der muss in nicht der Mitte sein, dann kriegt der Schaden. Also legen wir los. Nicht erschrecken, da ist noch einer noch nicht da. Ganz ruhig. Da ist nicht erschrecken, ihr könnt während der Kugel nicht sprinten. Ach da. Ah ja, geh weg, geh weg. Oh, nee. Nahkampf ist bei dem echt scheiße. Da sind die Kugeln. Ich hab eine, die andere aufheben. Ich auch. Der hat schon was. Jo, fahrt weg. Sehr schön. Die nächsten Kugeln, oder? Jetzt nochmal. Okay. Die Sondereinheit ist nicht weit weg. Wir gehen da lang, wo wir hergekommen sind, und dann einen hoch und dann. 5% fehlt uns da. Ja, das ist die Sondereinheit. Geht weiter. Jetzt knapp. Sind alle hinter uns? Sieht so aus. Da ist noch einer am Looten hinten. Und aber. Werner ist auf dem Weg. Sondereinheit Ink. Oh, direkt vor uns, geil. Yep. Ich hoffe, der Werner ist da. Da ein paar Meter noch. Sondereinheit dort. Was ist denn jetzt passiert? Warum ist die Zeit jetzt fertig? Weil wir die Einheiten alle haben. Jetzt müssen wir zur Evakuierung, dann sind wir durch. Also wir haben Esra. Also wir haben es geschafft. Wir gehen jetzt hier geradeaus weiter. Einen hoch und dann und so weiter. Wir haben jetzt den Luxus, dass alle Türen offen sind. Und wir nicht mehr unter Zeitdruck stehen. Richtig. Ja. Gott sei Dank. Also alles, naja, Zeitdruck schon, 8 Minuten. Welche 8 Minuten? Ja, läuft keine Zeit mehr. Wahrscheinlich. Achso. Ja. Ach, du meinst unseren Gott hier? Ja, das schaffen wir. Ich bin hier schon mit 15 Minuten Gott durch. Na, oh, hör auf. Nee, wirklich, ohne Scheiß, eine Minute war ich über der Zeit, aber Gott sei Dank, ich weiß nicht, das Team, das ist ja so schnell durchgeschlabbert. Das war aber übrigens eine Random-Gruppe, ja. Da habe ich gesagt, also, ich sage, wir haben jetzt mal gemeinsam Erfahrungen hier gesammelt. Hab keine Lust, hier irgendwie Gott zu ziehen und hatte noch ein Gratis. Und genau eine Minute, nachdem der abgelaufen war und wir standen schon am Evakuierungspunkt und haben gewartet auf zwei oder drei Götter oder was das war, das war gut. Ja. Aber da musste auch wahrscheinlich das Glück haben, dass dann die Wege gerade so passend sind. Ja, klar. Dass du das dann einmal schnell durchrennen kannst, weil da haben 15 Minuten tatsächlich gereicht. Ja gut, dann hast du aber welche gehabt, die wirklich das gut kannten.
Ja, aber du brauchst ja dann auch nicht, ich meine, es ist ja jetzt klar, dass wir jetzt auch erklären hier bei den Bossen, brauchst du ja dann, ich weiß, wenn du durchrast. Ja, trotzdem, ist das doch gut geklappt. Wir haben ja jetzt auch schon, genug Zeit gehabt, weil wir ja erklärt haben. Alles gut. Darf ich den auch noch mitnehmen? Ja, ich will. Ist es ein Auto oder lass es stehen? Lalala. Was, steht da wieder ein Auto für dich? Nein. Schade. Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Super. Dankeschön. Okay. Für die besten Dank fürs Mitnehmen. Vielen Dank, Willi, von dir. Aber dann lieber Waffen als Blumen. Ich habe zwar keine Waffe, aber schön war es doch. Ja, es ist schon mal was Abwechslung, gell? Es ist nicht so typisch 0815 heute. Ja. Ja. Du hast also, gar Proxy, ich muss sagen, du kannst gut singen. Nee. Boah. Ich habe auch gar nichts bekommen. So, will jemand von meinen dreimal Haltbarkeit des Schildes, vielleicht einmal Haltbarkeit des Schildes abmachen? Ja? Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, danke für die Mitnehmung. Gute Nacht. Danke nochmal. Ja, ja, gerne. Ich bedanke mich auch. Einmal Haltbarkeit des Schildes. Kann man die nicht verkaufen? Auf dem Markt oder so? Warum? Wer will das denn? Dreimal Haltbarkeit des Schildes. Wer will denn das? Wie jetzt von dir? Ja, aber ja. Soll nicht irgendwie demnächst noch ein Update kommen, wo du die lilanen Waffen gegen Items umtauschen kannst? Ja, natürlich, was, da wäre ich dabei. Echt? Das wäre cool. Ja, aber das sind nicht die Lila-Waffen, das sind die Orangen nur, ne? Ja, und das kannst du nachlesen, wenn du auf B. Also, warte, wohin? Tasche, Wertgegenstände und dann Ereignisse und legendäre Splitter gehen. Ja, genau. Da kannst du danach lesen. Da steht dann, legendäre Waffen bringen 6 Splitter. Legendäre Artefakte bringen auch 6 Splitter. Epische Artefakte bringen 2 und hier die blöden Juwelen da, die bringen auch 2 Splitter. Macht Sinn. Also, alles was epische Artefakte sind, aufheben. Ach, Schnippschnapp. Achso, das zählt für die Waffen gar nicht. Ich dachte, Waffen wären da auch mit drin. Nee, stimmt. Dann kann ich die auch verkaufen, die Scheiße, die ich noch rumliegen hab. Alles, was doppelt ist, würde ich verkaufen, ja. Ach, doppelt? Ich habe gerade 4-mal zu Beginn des Schadens gehabt in der Tasche. Nee. Das Loot-System im Flaggschiff, das kennst du noch nicht, oder? Ich? Ja. Nee, warum? Das Loot-System im Flaggschiff funktioniert so, wenn du die Waffe im Back hast, also wenn du sie vorhanden hast und benutzen könntest. Jetzt sagt er das jetzt. Nee, das war ja für eine andere Klasse. Ja gut. Ah, okay. Ist ja egal, auf jeden Fall, wenn du die in deinem Back hast, ist die Chance geringer, die nochmal zu kriegen. Genau. Geringer. Weil ich habe also, die trotz all dem letztens bekommen, als ich da solo drinne war. Da habe ich für den Revo die Waffe bekommen, aber hatte zeitgleich noch eine mit zu Beginn des Schadens im Rucksack. Ich muss auch so sagen, ich habe ja gerade 2-mal die gleiche gekriegt. Ach, geh weg. Ich habe 3 Waffen gekriegt und keine war die richtige. Oh. Das ist so ärzend. Das tut mir ja richtig leid. Pass auf, wir können tauschen oder es gibt jetzt Autos zu verschenken. Autos? Ich nehme ein Auto. Nein. Ablehnen. Gute Nacht. Ja. Ja.